Guten Morgen, auch von meiner Seite her. Schön, sind ihr alle da oder noch da oder wieder da. Genau. Ich freue mich, dass ich heute Morgen über die Liebe von Gott predigen und das ist eigentlich das schönste, finde ich, Thema, wo man so darüber predigen darf. Ich weiss auch, dass ich mit dieser Predigt natürlich die Liebe nicht umfassend predigen kann. Ich werde es nie, auch wenn ich jeden Sonntag über die Liebe würde predigen, wahrscheinlich können umfassend dran nehmen. Und es wird ganz sicher heute Morgen nicht gelingen. Es wird ein Ausschnitt sein aus dieser Liebe Gottes. Also es ist kein Anspruch an die Vollkommenheit. Aber es ist wirklich ein schönes Thema oder für mich auch eines meiner Lieblingsthemen, mich mit der Liebe von Gott auseinanderzusetzen, weil ich das Gefühl habe, dass das hört wie nicht auf. Es gibt so viele Aspekte drin und es fasziniert mich immer wieder aufs Neue. Es ist Teil von unserer Serie Kraftvoll Leben, dass die Liebe eben so ein Grund ist von einem kraftvollen Leben. Und ein kraftvolles Leben bedeutet für mich nicht ein Leben, wo irgendwie alle Energie neu mit reinfließt und am Schluss ist man dann einfach leer, oder? Jetzt hat man alles angegeben und man ist auspowert. Das ist für mich nicht ein kraftvolles Leben. Es ist auch Kraft drin, aber es soll nicht so weit kommen, dass wir eigentlich dann ausgesucket schlussendlich da sind. Sondern ein kraftvolles Leben ist für mich ein Leben, das Spuren hinterlässt, das Spuren legt, das Zeichen setzt. Und wenn wir den Johannesbrief lesen, stellen wir fest, dass Johannes zwei grosse Themen in seinem Brief hat. Das eine ist Wort und das andere ist eben die Liebe. Und um das geht es heute Morgen. Und ich erinnere noch mal daran, das haben wir zwar schon ein paar Mal gehört, aber so ein bisschen der Johannes, wo er einen Brief schreibt, ist er schon ein älterer Mann. Also er schreibt auch nicht mit 20, sondern er hat schon viel Erfahrung. Er hat Jesus erlebt, ist mit Jesus unterwegs gewesen und hat gemeint, behauptet, er ist Ältester gewesen, hat viel schon erlebt und dann schreibt er den Brief. Der kommt aus einem reichen Lebensschatz raus und auch aus einer Liebesbeziehung zu Gott. Er hat Gott und Jesus wirklich liebt, das merkt man bei ihm immer wieder. Und aus diesem Schatz heraus schreibt er eigentlich den Brief und es geht um das Thema Gnosis, das sage ich nicht mehr dazu, weil das haben wir schon ein paar Mal gesagt oder können das nachhören oder nachlesen. Aber es geht so darum, dass man versucht hat, den Glauben einfach nur geistlich anzuschauen, losgelöst sozusagen fast vom eigenen Sein hier auf der Welt oder vom Physischen. Und Johannes stellt klar, Glauben ist nicht einfach nur etwas, wo man denkt. Es ist so. Glauben ist nicht einfach nur eine Philosophie. Glauben ist etwas Handfestes. Das ist etwas, das spür- und erlebbar ist in jedem Moment von meinem Leben. Und es ist etwas, das teilbar ist. Glauben ist etwas, das ich weitergeben kann. Und am stärksten wird der Glaube, glaube ich, in der Liebe sichtbar. Und um das geht es hier im vierten Kapitel. Im Vers 7 startet Johannes mit einer fulminanten Aussage. Und er sagt dort, lasst uns lieben. Denn die Liebe, die hat ihren Ursprung in Gott. Er ist sozusagen die Quelle von dieser Liebe, die entspringt aus ihm raus, aus Gott, unserem Vater. Und die Liebe ist nicht irgendein Produkt von uns. Sie ist nicht eine Leistung. Sie ist nicht etwas, das ich erschaffen kann. Sie ist nicht aus mir heraus entstanden, sondern ist etwas, das aus Gott zu mir kommt. Und das ist wichtig als Grundlage für die ganze Predigt oder für das ganze Thema. Sie ist nicht etwas, das ich erschaffe. Die Liebe, die Johannes hier spricht, ist auch nicht einfach ein Gefühl. Und das gibt es ja auch, das Gefühl von der Liebe. Kennen ja die meisten von uns. Jemanden, den man mega gern hat oder wenn man verliebt ist, das Kribbeln und was auch alles, was da mit dem Gefühl so passiert. Wunderschön. Und je älter das man wird, vergisst man das vielleicht manchmal ein bisschen. Also darf man sich gerne wieder daran erinnern. Das ist auch gut. Aber es geht nicht um die Gefühle hier jetzt primär.
Es geht auch nicht darum, einfach zu sagen, oh, ich habe dich gern, I love you und so, Bro oder Sister oder was auch immer. Du bist ein Tolli, so wie man das manchmal so schnell sagt. Es geht auch nicht um das, um die Liebe. Es geht um eine Liebe, die viel tiefer geht. Und es geht um eine Liebe, wo viel Kraft drin verborgen ist. Und ich glaube, um diese Liebe geht es heute Morgen, um zu entdecken, was das für mich bedeutet. Und ich möchte eigentlich zwei Fragen nachgehen. Das eine ist, woher kommt diese Liebe? Und wie wird die Liebe schlussendlich Teil von meinem Sein, von meinem Leben, von mir? Wie werde ich gepackt von dem? Und wie werde ich gesteuert vielleicht von dieser Liebe? Die Quelle von dieser Liebe, der Ursprung von dieser Liebe. Ich finde es spannend, wie der Johannes seine Adressaten anspricht. Mehrmals, über 6 Mal in diesem Brief sagt er, ihr lieben Freunde. Ihr lieben Freunde. Also man merkt schon nur hier, das ist nicht einfach irgendein so ein allgemeiner Brief, den man hier in der Zeitung veröffentlicht hat, sondern das waren seine Weggefährten, seine Freunde, Menschen, die er gerne hatte, Menschen, die er mit ihnen wahrscheinlich schon ein Wegstück unterwegs war, Menschen, die ihm ganz wichtig waren. Liebe Freunde. Und schon nur durch die Aussage spüren wir das Herz von Johannes. Er hat so ein richtig pastorales Herz, das ihm so wichtig ist, wie geht es meinen Leuten, die ich mit ihnen unterwegs bin. Und vielleicht hast du Zeit, den Brief mal durchzulesen, das hast du schnell gemacht, eine halbe Stunde oder so, vielleicht nicht einmal, ich weiß nicht. Und lese mal mit dieser Brille, wie Gott mit seinen Freunden, mit seinen Jüngern, mit seinen Nachfolgern umgeht, was für eine Fürsorge, was für eine Herzlichkeit, Liebe er hat zu diesen Leuten. Ich glaube, da können wir viel lernen. Im Vers 7, nachher im Johannes 4, 1. Johannesbrief 4, sagt Johannes, wo die Liebe entspringt. Und er sagt, die Liebe, sie kommt von Gott. Sie entspringt in Gott selber. Gott als Person ist Liebe. Und wie mir Kurt schon gesagt hat, Gott ist die Liebe, das habe ich auch noch auf und ab gesungen in meiner Kindergottesdienstkarriere. Gott ist Liebe. Und so oft hört man ja vielleicht, ja, das ist so ein bisschen abgeklatscht, Gott ist Liebe und so. Ich glaube nicht. Wenn wir die Tiefe von Liebe verstehen, dann glaube ich, ist es überhaupt nicht eine abgeklatschte Aussage. Gott ist Liebe. Seine Handlungen, wie er wirkt, wie er lebt, wie er schafft, wie er ist, entspringt aus dieser Liebe. Gott ist Liebe. Und für uns ist ja das Wort manchmal wirklich schon ein bisschen abgeklatscht, oder Liebe. Es ist so schnell dahin gesagt. Wir haben auch nur ein Wort für Liebe eigentlich. Aber da wird in diesem Text wird eigentlich erklärt, was die Liebe beinhaltet. Und es gibt Leute, auch Theologen, die sagen, ja, Gott ist nicht einfach Liebe. Also wenn man einfach sagt, Gott ist Liebe, dann wird man Gott nicht gerecht. Das stimmt auf einer Seite auch. Aber es ist überhaupt nicht billig, wenn man sagt, Gott ist Liebe. Es ist überhaupt nicht irgendetwas abgeklatscht, wenn man sagt, Gott ist Liebe. Leute, die so denken, ich glaube, die haben einfach die Liebe noch nicht begriffen. Und ich muss sagen, ich habe sie auch noch nicht ganz begriffen. Ich freue mich darauf, wenn ich das vielleicht mal habe. Aber ich glaube, wirklich verstehen, wenn man die Liebe versteht, dann ist es nicht etwas Billiges. Oder wenn wir verstehen, wieso das uns gibt, das ist nämlich auch aus Liebe, dann ist Liebe auch nicht etwas Billiges. Wieso das die Welt gibt, wieso das da einen Gott gibt, der aus Liebe eigentlich so etwas kreiert hat. Und es gibt so viele Möglichkeiten, die Liebe Gottes zu entdecken und zu studieren, wenn man das will. Eben eine Möglichkeit wäre die Schöpfung anzuschauen, schon nur hier drin zu sehen, ah, die Details, die Schönheit, die Vielfalt, die Farbenpracht, die Unterschiedlichkeit, die Gott reinsteckt. Liebe zum Detail. Und darüber predigen wir jetzt nicht heute Morgen. Ein Zweites, was in diesem Text aber erwähnt ist, ist Jesus, sein Sohn.
Dort kann man die Liebe Gottes sehr gut studieren. Es ist ein wunderbares Beispiel. Gott hat seinen einzigen Sohn in die korrupte Welt geschickt, damit du und ich, damit wir, die an seinen Sohn glauben, eine Beziehung zu ihm haben dürfen. Oder dass die Beziehung zu Gott überhaupt möglich ist, hat er seinen Sohn dafür angegeben. Er schafft Zugang zu seinem eigenen Herzen. Zugang zu seiner Liebe, zu der wahren Liebe. Und Jesus ist bereit dafür, in den Tod zu gehen, sein Leben zu lassen. Wenn das billig ist, so weit geht seine Liebe. Das ist Liebe in Reinkultur. Für sein Geschöpf anzugehen und sogar sein Leben anzugeben. Also die Liebe von Gott ist nicht nur eine Liebe, die reaktionär ist. Also auf etwas reagiert. Da hat mich ist der Tim da und der sagt jetzt, den Marcel habe ich gern, gell? Das sagst du schon. Ja, gut. Und ich denke, der Tim hat gesagt, den Marcel habe ich gern, also habe ich den Tim auch gern, oder? Das wäre so reaktionär. Ich reagiere auf etwas, was mir entgegenkommt. Und das können wir die meisten, glaube ich, nicht schlecht. Aber das ist nicht die Liebe von Gott. Die Liebe von Gott liebt auch dort, wo die Liebe nicht erwidert wird. Die Liebe von Gott liebt dort, wo seine Liebe verspottet wird. Und die Liebe von Gott liebt sogar dort, wo auf seine Liebe gespuckt wird. Oder wo seine Liebe gehasst wird. Gott liebt sogar seine Feinde. Seine Liebe streckt sich sozusagen aus zu allen. Egal, ob etwas zurückkommt oder nicht. Egal, ob sie ihm den Rücken kehren oder nicht. Gott streckt sich aus nach jedem Mensch. Das ist seine Liebe. Im Vers 9 vom Kapitel 4 steht, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt. Hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Gottes Liebe ist eine inspirierende Liebe. Es ist eine Liebe, die eine unglaubliche Zuneigung hat. Und die motiviert ihn, drängt ihn, sich auszustrecken zu uns. Und ich glaube, diese Liebe inspiriert auch uns. Und diese Liebe entspringt allein aus ihm. Die Quelle ist Gott von dieser Liebe. Wie kommen wir jetzt aber Anteil von dieser Liebe? Wie kommt die in uns rein? Wie können wir die leben? Wie können wir die anwenden? Zwei Aspekte dazu. Nur, ich glaube als erstes, nur wer sich auf das Angebot von der Liebe von Gott einlädt, zulässt, dass die Liebe von Gott als eigenes Herz erfüllt, der lehrt dann auch, was die Liebe bedeutet. Der wird eben erfüllt. Und das ist nicht irgendein billiger Liebesabklatsch, sondern das ist wie ein Teil von ihm, von dieser göttlichen Liebe, kommt in mich rein und breitet sich da aus. Und ich lerne ihn kennen, ich lerne wissen und erleben, was die Liebe ist. Das ist die Liebe im Original. Und das Zweite ist, das ist gerade so wichtig, nur wer selber nachher liebt, lernt Gott kennen. Das finde ich interessant, oder? Das eine ist, sich auftun für die Liebe von Gott, dass ich mich nach ihm ausstrecke und dass wir ins Reine kommen zusammen und dass seine Liebe Teil wird in meinem Leben. Aber nachher soll es rausgehen, soll es weitergehen, soll ich lernen, andere zu lieben. Ich glaube, wenn Gott in uns lebt, dann lehren wir. Und das ist ein Lehren durch das Wirken vom Heiligen Geist. Das ist wieder nicht ein eigenes Konstrukt. Dann lehren wir, wieder andere zu lieben. Seine Gegenwart in uns bewirkt das, dass wir andere lieben. Dass wir die Liebe, ich würde sagen, weiter lieben. Die Liebe am Nächsten zeigen. Oder am Nächsten auch ein Abbild sind von dieser Liebe von Gott. In dem du liebst, in dem, dass du andere liebst, kommst du auch wieder Gott näher.
Indem du andere liebst, lernst du Gott besser kennen. Die Liebe, die sie kommt sozusagen von Gott und geht zum Nächsten und führt schlussendlich auch wieder zu Gott zurück. Und wenn das jetzt ein bisschen philosophisch war, dieser Gedanke, könnte man es auch anders ausdrücken. Wenn die Liebe von Gott nicht Anwendung findet, wenn sie in meinem Leben nicht sichtbar ist und wird, wenn ich nicht weiter liebe, meinen Nächsten, dann ist die Liebe noch gar nicht zum Ziel gekommen. Sie hat noch nicht das erreicht, was sie eigentlich will. Ich glaube, uns allen ist klar, Gott können wir nicht sehen. Im Normalfall. Vielleicht gibt es manchmal so Bilder, aber grundsätzlich ist Gott nicht sichtbar. Und trotzdem erleben wir seine Kraft. Die können wir erleben. Wir erleben sein Wirken. Das ist möglich. Es ist vielleicht so ein bisschen wie beim Wind. Den Wind kann man direkt nicht sehen, aber wir sehen, was er für Spuren hinterlässt. Wir hören oder sehen das Rascheln in den Blättern. Oder wenn eben ein Windrad angetrieben wird, dann sehen wir, der Wind ist da, er hat eine Wirkung. Er setzt etwas in Bewegung und so ist es eigentlich auch mit Gott. In Vers 12 steht, niemand hat Gott je gesehen. Aber wenn wir einander lieben, dann bleibt Gott in uns und seine Liebe kommt in uns zur Vollendung. Durch die Liebe wird Gott fass- und greifbar oder sichtbar. Wenn du andere mit dieser gottgewirkten Liebe liebst, dann wird Gott selber sichtbar in dieser Welt. Gott überkommt ein Gesicht durch dich. Wenn du andere liebst, können andere Gott erleben. Und es steht da, und das finde ich spannend, die Liebe kommt wie so zu Vollendung. Sie wird vollkommen, sie wird ganz. Wenn du willst, dass die Liebe in dir zu Vollendung kommt, dann lehr zu lieben, wie Jesus geliebt hat. Der Barclay hat gesagt, William Barclay, in wessen Herz Gott Einzug hält, der wird mit der Liebe Gottes und der Liebe zu den Menschen gekleidet. In wessen Herz Gott Einzug hält, der wird mit der Liebe Gottes und der Liebe zu den Menschen gekleidet. Und ich finde es so einen schönen Ausdruck, so das angelegt sein mit dieser Liebe. Kleider machen Leute. Und wenn ihr mit dieser Liebe angelegt seid, dann machen wir eine gute Falle. Da bin ich auf jeden Fall 100% überzeugt. Immer, in jeder Situation, bist du denn gut angelegt. Also man muss sich dann nicht am Morgen lang fragen, was lege ich jetzt wieder an, ist das besser, das? Ist es grusig, ist es schön, ist es eher Frühling oder Herbst? Die passt immer, die Kleidung. Ich habe in der letzten Zeit mehrere Gespräche mit Menschen, die von Kirchen und Christen, nicht aus hier, aus der Mino, aber vielleicht wäre das auch möglich. Ziemlich sicher wahrscheinlich. Aber die von Christen verletzt sie wurden. Und zwar sind doch die gesetzlichen Ansprüche, die an Menschen gerichtet sind, ohne viel Liebe. Und das hat mich recht traurig gemacht, einfach zu hören, wie Menschen, was Menschen so in Kirchen alles erleben. Und als Pastor vor der Kirche macht das einem vielleicht noch trauriger, ich weiß nicht. Man denkt, ja, wir Kirchen sollten ja ganz umgekehrt sein, oder? Es darf doch nicht sein, dass die Leute so einen Frust erleben, wo das Leben lang prägt, aus den Kirchen raus. Und das tut mir mega leid für die Menschen und ich möchte mich entschuldigen im Namen von diesen Kirchen. Wenn ich nicht Teil bin, vielleicht bin ich auch Teil gewesen, das weiß ich nicht. Aber wenn Menschen aufgrund von Christen nicht mehr in die Kirche kommen, in die Gemeinde wollen, dann läuft ja etwas falsch. Dann ist etwas falsch gelaufen. Ich glaube nicht, das kann nicht das Ziel sein von Kirche. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und ich freue mich, dass mit denen, die ich einmal geredet habe, das habe ich spannend gefunden, dass sie wegen dem nicht den Glauben an Gott an den Nagel gehängt haben. Und das ist ja noch das Schöne, Gott ist immer noch wichtig
und kann wirken und macht das auch. Und das ist schön an Gott. In Johannes 13, dort lesen wir: So gebe ich euch nun ein neues Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe, sollt auch ihr einander lieben. Eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Schaut, es ist extrem wichtig, was wir sagen, wie wir etwas sagen, wie wir leben in dieser Welt. Wir leben in einer Welt, die erschöpft ist, glaube ich. Und nach den letzten Jahren vielleicht noch erschöpfter. Eine Welt, die verunsichert ist worden. In einer Zeit, wo sich vielleicht die nächsten Leute nicht mehr gleicher Meinung sind. In einer Zeit, wo man sich nicht sicher ist, kann ich noch meiner Regierung vertrauen, machen die das noch gut? Oder vielleicht manchmal, kann ich noch meiner Gemeindeleitung vertrauen, machen die das gut, die Entscheidungen, die sie treffen? Oder auch in einer Zeit, wo die Menschen verunsichert sind, so weit, bis sie nicht mehr sicher sind, wer bin ich überhaupt? Was ist meine Identität? Und in dieser Welt, in dieser Situation, in dieser erschöpften Welt, glaube ich, haben wir so viel zu geben. Weil wir vom Schöpfer etwas anderes bekommen, eben die Liebe bekommen für die Welt. Und wenn wir das weitergeben im gewinnenden Sinn und nicht im verurteilenden Sinn, eben nicht so, dass nachher Menschen wie durch Gesetz verletzt werden, ich glaube, da bringen wir die Liebe Gottes, eben ist die Liebe Gottes ganz etwas Entscheidendes in dieser Welt. Und Jesus hat es so gelebt, dass eigentlich die Menschen ihm nachgefolgt sind. Oder? Jesus hat es so gelebt, dass die Menschen einen Hunger hatten, ihm nachzufolgen. Es hat auch die gegeben, die sich wieder abgewendet haben, und das sind nicht wenig gewesen. Schlussendlich gibt es auch so, wird der Mensch von einer Entscheidung geführt, will ich Gott nachfolgen oder nicht. Und das muss der Mensch treffen. Aber die Art und Weise, wie Jesus gelebt hat, war immer so, dass die Leute eigentlich das motiviert haben, dass sie ihm nachher haben wollen folgen. Mit den dazumal Geistlichen war es ein bisschen strenger. Jesus hat eine Gemeinschaft von Menschen geschaffen, die so anders war, als man das kennt hat. Eine Gemeinschaft von Menschen, die andere verwirrt hat. Es war eine Gemeinschaft, die andere neugierig gemacht hat. Oh, ich will auch. Was leben die? Wie sind die? Wie kann ich Teil werden davon? Eine Gemeinschaft, die aber Menschen auch wütend gemacht hat. Er hat etwas ausgelöst mit seiner Gemeinschaft. Und wenn wir die radikale Botschaft von Jesus, die Botschaft von der Welt in diese Welt heute hineintragen, dann glaube ich, ist die eine der wichtigsten Botschaften zuerst einmal, wie wir miteinander umgehen. Und das ist das, was wir hier sehen in diesem Vers. Die Art und Weise, wie wir füreinander da sind, wie wir einander lieben. Es beginnt, das sagt man ja immer so, oder? Es fängt immer bei mir an. Und wenn wir das als Kirche sagen, dann können wir das Gleiche sagen, es fängt bei uns an. Und dann geht es raus. Und es braucht beides, oder? Es kann nicht bei uns anfangen und dann einfach bei uns bleiben. Das ist auch nicht die Idee. Wir können auch nicht einfach rausgehen und hier nicht leben. Da geht auch nicht auf. Und das können wir alle leben. Wir alle, Simino, in unserer Kleingruppe, in unserem Gefäß, daheim, persönlich, in meinem Umfeld. Dort kann ich die Kraft von dieser Liebe sichtbar werden. Gerade die Liebe zu deiner Schwester, zu deinem Bruder hier in der Kirche. Gerade sie lässt die Kraft von der Liebe sichtbar werden. Die Liebe lässt schlussendlich Gott selber sichtbar werden. Und das ist etwas, und das wissen wir können es nicht aus uns raus machen.
aus eigener Kraft. Wir brauchen die Kraft vom Heiligen Geist. Und das passt gut zum Text, den wir letzten Sonntag gehört haben, von der Karin. Dort brauchen wir den Geist Gottes, der in unserem Leben das wirkt und das freisetzt. Wir können das nicht aus uns raus. Aber ich glaube, durch den Geist Gottes können wir Beziehungen leben, wie sie die Welt hier nicht kennt. Und so Beziehungen sind gefüllt von Liebe. Von dieser Liebe von Gott. Die sind von dieser Beziehung, oder von dieser Liebe geprägt. Und jetzt überleg dir mal kurz. In deinem Leben, bei dir persönlich, gibt es jemanden im Moment, sei es hier in der Mino oder sonst, wo du vielleicht nicht gerade Liebe empfindest. Wo du jetzt gerade kannst sagen, bei dieser Person, ja, im Kopf kann ich schon lieben, oder? Aber jetzt im Herz und mit meinem ganzen Sein, schwierig so, das bringe ich nicht an. Und wenn du so eine Person hast, wenn dir jemand in den Sinn kommt, dann möchte ich dich heute Morgen zu einem Experiment einladen. Fang heute Morgen und dann jetzt mal die Woche, jeden Tag an, das Gott anzugeben. Und bitte, der Heilige Geist in deinem Leben, dass er dir die Liebe, die ja nicht deine ist, die kommt ja von Gott, aber dass er die Liebe dir schenkt, dich erfüllt damit und vor allem jetzt gegenüber dieser Person einfach eine neue Dimension von Liebe schenkt. Und alles andere mal vielleicht auf die Seite drängen, ist vielleicht das Falsche, aber auflöst. Bitte darum, dass Gott dich hier verändert. Bitte um seine Liebe. Bitte ihn, dass du die Kraft der Liebe persönlich neu selber erleben und erfahren kannst. Und bevor wir weitermachen, möchte ich jetzt gerade für das beten. Gott, ich möchte dich bitten, dass du uns hier veränderst, dort, wo es uns schwerfällt, vielleicht jemanden gerade hier in unserer Gemeinschaft zu lieben. Und ich bitte, dass du mich mehr und mehr werden lässt, so wie dein Sohn. Dass du uns alle mehr und mehr werden lässt, wie dein Sohn. Wo die Welt mit so einer überwältigenden Liebe geliebt hat. Jesus, ich bitte dich, dass du mir und uns allen deine Liebe, eine neue Liebe schenkst. Vielleicht gerade für Glaubensgeschwister. Und vielleicht ganz besonders, wenn wir so eine Person haben, wo wir die herausfordernd ist im Moment. Und ich bitte, dass du uns die Liebe schenkst, damit die Welt sieht, wer du bist. Damit du schlussendlich verherrlicht wirst. Amen. Und wenn du so eine Person hast, eben jetzt läuft das Experiment, es hat jetzt gestartet, jetzt nehmen wir das mit und üben das die ganze Woche durch und ich bin gespannt, was es auslöst. Ich wünsche mir, dass das Mass von der Liebe unter uns so stark und überwältigend ist, dass eigentlich die Liebe nachher überschwappt, oder? Dass es wie ein Kübel ist, wo man auffällt, und dann ist der voll von dieser Liebe, und dann überläuft es, und dann geht es in die Stadt, oder zu den Menschen, wo wir mitten unterwegs sind. Ich habe versucht, die perfekte Agape-Liebe nochmal grafisch zu darstellen, und das ist etwas, was wir eigentlich schon ein paar Mal gemacht haben, das Beziehungsdreieck, wo wir schon in der Beziehungsserie immer wieder gebraucht haben, das ist eigentlich das Gleiche. Und das Beziehungsdreieck, das drückt eigentlich die perfekte Liebe aus. Es ist klar, es startet bei Gott, es kann nicht ein eigenes Konstrukt sein. Und die Liebe kommt zu mir. Aber wenn die Liebe nicht zum Du geht, also wenn sie nur bei mir bleibt, dann ist sie noch nicht perfekt. Sie ist noch nicht zu ihrem Ziel gekommen. Und ich glaube, das ist wichtig zu erkennen da drin, dass eigentlich ich gefüllt wird von dieser Liebe, begeistert und verändert wird, aber dass es dann weiter liebt, zum Nächsten geht. Und die perfekte Liebe ist eine Liebe, die alle Angst austreibt, steht da in diesem Text. Wo die Liebe von Gott regiert, hat Angst keinen Platz. Und ich rede jetzt nicht von Phobien, das ist ein komisches Konstrukt, Phobien, die krankhaft sind oder so. Ich rede einfach
grundsätzlich mal vor Angst, aber vielleicht auch dort rein, von Bienen rein. Das bin ich nicht der Fachmann, da müssten andere dran. Aber wo die Liebe von Gott regiert, hat Angst keinen Platz. Und wie oft haben die Christen schon mit Angst manipuliert? Oder, du kommst in die Hölle. Würden wir heute ja so nicht mehr sagen, wenn du das und das machst. Oder früher noch, wenn man geasset hat. Oder, und, ja. Oder mir hat jemand erzählt, ja, am Sonntag oben ins Kino gehen geht nicht. Oder? Wenn schon, dann am Morgen in Gottesdienst, dann könnten wir noch ins Kino. Aber so Sachen, oder, wo man dann mit Angst manipuliert hat. Und das kennen vor allem die Älteren, nehme ich an, unter uns. Ich glaube, die Jüngeren ist das nicht mehr so ein Thema heute, hoffe ich. Doch die Frage, die wir alle mitnehmen können, egal ob alt oder jung, und die ist aus dem Vers 16 abgeleitet, ist, wie steht es um meine jetzige Verbindung, um meine Beziehung mit Gott? Und die Genfer Übersetzung, die schreibt das so, und noch etwas gibt uns die Gewissheit, mit Gott verbunden zu sein. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Gott ist Liebe und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Hast du der Liebe Gottes dein Ganze, nicht 80%, nicht 95%, hast du der Liebe Gottes dein ganze Vertrauen geschenkt, 100%ig? Lässt du dich von dieser Liebe bestimmen? Also ich scheitere täglich daran, dass ich mich von dieser Liebe bestimmen will. Und trotzdem möchte ich eigentlich täglich wieder mich von dieser Liebe bestimmen lassen. Ich bin dort so ein bisschen ambivalent, hin und her. Aber ich will, ich möchte immer wieder neu mich von dieser Liebe bestimmen. Egal, ob ich jetzt glänze oder ob meine Schattenseiten im Leben da sind. Das ist nicht das Wichtigste. Ich möchte mich immer wieder neu von dieser Liebe bestimmen. Und wieso wollen wir lieben? Weil Gott uns zuerst geliebt hat. Er hat schon, du bist schon geliebt. Also das ist schon mal da. Das ist eine Tatsache. Ob wir es erkennen, ob wir es wahrnehmen, ob wir es in Anspruch nehmen, ist noch etwas anderes. Aber die Liebe, die ausstreckende Liebe zu dir von Gott, die ist da. Die kannst du nur nehmen. Reingehen. Er hat dich zuerst geliebt. Und schenken wir dieser Liebe von Gott unser volles Vertrauen, dann bin ich überzeugt, dass wir dann auch in dieser Liebe innen leben können. Dass wir das lernen, noch ist noch immer mehr. Und ich glaube auch, dass das nachher Menschen auch wieder in die Gegenwart von Gott zieht. Es ist ein Bild, Gott zeigt sich so. Menschen, die prägt sie von dieser Liebe von Gott, das sind Menschen, die Hoffnung verbreiten in dieser Welt. Und ich glaube, die Welt braucht das. Die braucht Menschen, die Hoffnung verbreiten. Gottes Liebe, sie kann nicht anders, als sich eigentlich immer wieder am Verlorenen gegenüber ausstrecken. Sich am Verirrten gegenüber in dieser Welt ausstrecken und sagen, schau, da bin ich. Ich will dir Halt, Sicherheit, ich will dir Liebe geben. Und wenn du dich verloren fühlst, dann gib dich einfach Gott an. Lass jeden Winkel von deiner Seele, von deinem Herz, jede Ecke füllen mit seiner Liebe. Such Beziehung zu ihm. Fang an, so Texte wie der oder den ganzen Johannesbrief mal auf- und ablesen. Und Gott redet drin zu dir. Und er will nicht, dass du dich verloren fühlst. Und wenn du dich schon sehr, nein, zuerst noch, und wenn du dich erschöpft vielleicht fühlst, schon geliebt, aber erschöpft, leer, auspumpt, dann genauso, du kannst dich verfüllen lassen von dieser Liebe. Und du musst nicht in eine Aktion, du musst nicht ins,
Ja, jetzt muss ich jemanden lieben, jetzt muss ich etwas wirken, jetzt muss ich etwas machen. Lass dich füllen, wenn du gefüllt wirst von der Liebe. Das andere entspringt aus dem, aus dieser Beziehung zu Gott. Und wenn du dich schon sehr gefühlt liebst und das Gefühl hast, jawohl, ich bin bereit und ich bin dankbar, dass Gott mich liebt, dann sei ein Spreader von dieser Liebe. Spreader hat auch sein Gutes. Ist nicht nur schlecht. Da dürfen wir Spreader sein, da dürfen wir die Masken abziehen, da dürfen wir teilen. Die Liebe Gottes darf geliebt werden, verteilt werden, weitergegeben werden in die Welt raus. Und ich glaube, dass diese Liebe der beste Booster ist für unser Leben. Ich bin überzeugt, dass indem ich die Liebe von Gott teile, im Leben von anderen ausgiesse und eben nie losgelöst vom Wirken vom Geist, nie aus einem Krampf oder was auch immer, was für Ideen man hat, sondern im Zusammenspiel mit Gott. Ich glaube, dass ich dann selber die Kraft von der Liebe anfange zu entdecken. Dass wir dann entdecken, was setzt die Liebe alles frei in unserem Leben. Und für das möchte ich jetzt zum Schluss beten für uns, für die nächste Zeit. Jesus, ich möchte dir danken, dass du uns so wunderbar vorgelebt hast, was die Liebe von deinem Vater ist. Und Geist Gottes, ich möchte dir danken, dass du gekommen bist auf die Welt und Raum in uns nimmst. Und dass du uns so gut kannst zeigen und spüren lassen, was die Liebe von Gott ist. Und ich bitte, dass wir immer wieder es schaffen, einfach zu sagen, wir setzen unser ganzes Vertrauen in jedem Bereich, in unseren Herausforderungen, in unseren Schwachheiten, in unseren Leiden, in unseren Freuden, setzen wir unser ganzes Vertrauen auf dich. Und ich bitte, dass du uns da immer und immer wieder darauf hinweist. Ich bitte, dass deine Liebe uns immer wieder zurückliebt zu dir. Uns zeigt, wer du bist. Und ich bitte auch gerade für die nächste Woche, Jesus, dass die Liebe von dir sich freisetzt. Dass sie nicht konserviert in uns innen. Ich bitte, dass die Liebe unter uns, als Kirche, als Gemeinschaft, ein Bild ist, wer du bist. Und so bitte ich, dass du uns gerade in den nächsten Tagen einfach nochmal tiefer in das Geheimnis von deiner Liebe führst. Merci vielmals. Amen. Wir wollen in einen Lobpreisteil einsteigen. Die Margrit und der Marco sind da, sie beten gern für dich. Vielleicht wünschst du dir gerade ja, die Liebe neu zu entdecken oder neu gefüllt zu werden von der Liebe. Nimm das in Anspruch, lass dich das segnen. Vielleicht wünschst du dir, dass die Liebe in einem neuen Mass aus deinem Leben rausfließt, irgendwo hin. Lass dich das segnen, nimm das Gebet doch in Anspruch. Natürlich auch, wenn du krank bist oder irgendein Leiden hast, du darfst einfach das Gebet in Anspruch nehmen. Wir verabschieden die Leute daheim nicht, weil wir den Lobpreise streamen. Da können also mit dabei sein. Wir fangen an mit einem Lied, das heisst, dass die Liebe alles riskiert. Und das finde ich so passend, weil Gott ist mit seiner Liebe all in gegangen. Er hat alles riskiert. Er hat sogar seinen Sohn angegeben für dich. Und das wollen wir doch für uns mitnehmen und ihm danken dafür. Wir fangen an mit dem Lied, Liebe, das alles riskiert.